Live Talk Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute wieder eine freie Themennacht. Ihr könnt mich also anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne hier mit mir sprechen wollt. Telefonnummer nochmal 0800 220 5050 oder Mailadresse domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute heißt Ingo und Ingo ist 28 Jahre alt. Hallo Ingo. Ja, guten Morgen, Jürgen. Schönen guten Morgen. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Ja, es ist etwas sehr Ernstes. Und zwar hat heute eine gute Freundin von mir berichtet, dass sie ihr neugeborenes Säugling ermordet hat. Eine gute Freundin hat dir berichtet, dass sie ihr neugeborenes Kind ermordet hat? Ja, ja. Kurz vor der Entbindung hat sie es in ihr Plastiktüche geschmissen und dann in den Bach geworfen. Kurz nach der Entbindung? Ja, hier in Mönchengladbach. Das ging auch durch die Presse. In Mönchengladbach? Ja. Wo hat sie entbunden? Hat sie in einem Krankenhaus entbunden? Nein, sie hat für sich alleine zu Hause entbunden und ja, das Kind stammt von einer Vergewaltigung, so wie es mir gesagt hat. Das Kind, du bist da aufgeregt, ne? Ich merke es, die Stimme zittert. Das Kind stammt aus einer Vergewaltigung. Ja. Und sie hat das Kind dann zu Hause bekommen. Ja. Es lebte und war gesund. Ja. Also es lebte zumindest. Ja. Und dann hat sie es in eine Plastiktüte getan und in einen Fluss geworfen. Ja. Hier in Mönchengladbach, ja. Ich meine, das ist so erschreckend, dass... Wann ist das passiert? Vor 2,5 Wochen ungefähr. Das hat sie dir erzählt jetzt, heute, oder? Ja, und da Tränen, die war völlig aufgelöst. Ich hatte den Eindruck, dass eine komplette Last von ihr abgefallen ist. In welchem Verhältnis stehst du zu dieser Frau? Also sehr gut freundschaftlich, ja. Ja, aber wenn man sehr gut Freund ist, muss man doch auch mitbekommen, dass die sehr gute Freundin schwanger ist. Ja, das Problem ist, sie war lange untergetaucht und sie war in sich gekehrt, hat nicht so gesprochen und, es war kein Rankommen an ihr und dann war sie plötzlich weg und heute habe ich dann Glück gehabt und habe sie dann zu Hause angetroffen. Achso, du hast sie jetzt heute zum ersten Mal seit dieser Tat und überhaupt seit langem zum ersten Mal wieder gesehen? Ja. Hat denn ihr Umfeld das nicht mitbekommen, dass sie schwanger war? Anscheinend nicht. Sie können mit niemandem so reden, hat mit niemandem so Kontakt. Ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt reagieren soll. Ich meine, ich bin da auch irgendwie ziemlich überfordert. Ne? Ja, das geht einem natürlich durch und durch, auch jetzt mir, wenn ich das höre. Ja. Dass eine Frau ihr Kind in eine Plastiktüte stopft, lebend und in einen Fluss wirft. Ja. Warum hat sie es getan? Du sagst gerade, das Kind sei aus einer Vergewaltigung. Ja. Das ist ja keine Erklärung dafür. Nein, das ist garantiert keine Erklärung. Ich habe ja auch gesagt, es gibt hier ein Krankenhaus. Neuerdings, die haben eine Babyklappe. Warum hat sie es nicht da einfach abgegeben oder abgelegt? Weil das Kind kann ja nichts dafür, dass es auf einer Vergewaltigung stand. Und ich habe ihr versucht, ins Gewissen zu reden, dass es ein Lebewesen ist. Und da hat man nicht das Recht, einfach das Kind zu töten. Wie hat sie das denn bei dir begründet? Warum hat sie das gemacht? Ja, weil sie wurde damit nicht fertig. Sie will kein Kind haben von einem, der sie vergewaltigt hat. Sie hätte das Kind ja auch abtreiben lassen können. Ja, das wäre auch noch. Aber sie meinte, ich weiß nicht warum, weshalb. Sie ist wie alt? Sie ist auch 28. 28, ja. Und niemand um sie herum schöpft Verdacht? Nein. Niemand. Dieser Fall, sagst du, ist dort durch die Presse gegangen, durch die Lokalpresse. Ja, zum Überfluss, die wird auch noch gesucht von der Polizei. Ne? Ja. Die suchen die noch. Das heißt, man hat diese Plastiktüte mit dem Säugling irgendwo gefunden? Ja, spielende Kinder haben sie in den Nigers gefunden. Ja. Und dann die Polizei angerufen. Wo haben die Kinder das gefunden?
In den Niers. Das ist ach, das ist ein Fluss, ein Flüsschen. Kleiner Park, ja. Wie hast du denn, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn mir eine gute Freundin das sagt, wie hast du in dem ersten Moment denn darauf reagiert? Glaubt, hast du das überhaupt geglaubt? Ich war zuerst mal geschockt. Ich stand da, konnte überhaupt nichts sagen. Und es hat auch schon eine Zeit gedauert, bis ich erst mal eine Frage stellen konnte, weil ich konnte es überhaupt nicht fassen. Mhm. Ich konnte es gar nicht fassen, wie ein Mensch so fähig ist oder in der Lage ist. Hast du eine Sekunde gedacht, die will mich jetzt irgendwie veräppeln oder die macht irgendeinen sehr dummen Scherz mit mir? Eine Sekunde lang habe ich das geglaubt, aber dann habe ich gedacht, mit sowas scherzt man nicht. Mhm. Sowas sagt man einfach nicht daher. Weil das ist so ernst und da macht man überhaupt keine Scherze mit. Was hast du denn, als du dich ein bisschen gefangen hast, was hast du denn ihr gesagt? Ja, ich habe ihr gesagt, Scheiße, was denkst du denn jetzt weiter zu tun? Und was mich noch geschockt hat, ist, dass sie gesagt hat, nichts, was soll ich denn tun? Mhm. Und ich habe gesagt, um vielleicht dein Gewissen auch ein bisschen zu erleichtern, würde ich mich an deiner Stelle der Polizei stellen. Mhm. Aber das will er auf keinen Fall. Mhm. Aber immerhin hat sie es dir jetzt als einzigen Menschen gesagt bisher. Ja, wir sagen uns eigentlich alles. Mhm. Ja. Wenn du sagst, du bist so, ihr seid so gut Freund miteinander, wie lange kennt ihr euch schon? Wir kennen uns schon 4 Jahre. 4 Jahre. Aber es ist nur eine reine Freundschaft. Du warst mit der Frau nie zusammen. Nein, war ich nicht. Hättest du ihr so etwas zugetraut? Nein, überhaupt nicht. Definitiv nein? Das definitiv nicht, nein. Nein, überhaupt nicht. Jetzt hat sie dir das gesagt. Nun ist ihr natürlich, muss ihr ja auch klar sein, dass sie dich jetzt auch ungeheuer mit gewissensmäßig belastet mit dieser ganzen Geschichte. Das hat sie auf jeden Fall, ja. Aber da habt ihr denn weiter gar nicht drüber gesprochen? Sie ist dann gegangen und das war es dann irgendwie? Ja. Ich musste das auch erstmal verdauen alles und ich kann es bis jetzt immer noch nicht fassen. Es war heute, sagst du? Ja, heute hat es mir gesagt. Am Nachmittag? Vor 2 Wochen hat es dann gemacht, vor 2 Wochen. Ja. Jetzt weißt du um eine Mörderin, so muss man es sagen. Ja, und jetzt sitze ich natürlich hier und weiß überhaupt nicht, wie ich darauf reagieren soll. Und das ist so eine große Last auch für mich jetzt. Das glaube ich. Das glaube ich wirklich. Aber weißt du, Ingo, ich glaube, es gibt da nur eine einzige wirklich richtige Lösung in der Situation, wenn die auch für dich vielleicht schwierig ist und dich in einen Konflikt stürzt. Aber ich finde, dass du die moralische Pflicht hast, der Polizei das zu melden. So sehe ich das eigentlich auch, weil es ist immerhin gleich ein Straftatbestand. Na, aber was für eine? Was für eine? Und für den es auch, selbst wenn es eine Vergewaltigung war, das kann man ja berücksichtigen, aber auch keine Entschuldigung gibt. Ja, weil ich mache mich ja mitstrafbar, wenn ich jetzt nichts... Die Frau ist 28 Jahre alt und nachdem das passiert ist mit der Vergewaltigung, hätte sie ja sofort etwas unternehmen können. Ja. Und spätestens, wie du es gesagt hast, sie hätte es in eine Babyklappe geben können, sie hätte es dem Jugendamt geben können, aber sie darf nicht ein solches Verbrechen begehen, was sie begangen hat. Das stimmt, gebe ich dir unbedingt recht, dass nur weil ich denke, wenn ich jetzt stillhalte oder was, mache ich mich, ich habe ja auch eine moralische Mitschuld dann. Ja, das finde ich auch. Das finde ich wirklich auch. Also selbst wenn es eine Freundin ist, ist sie in einer solchen seelischen Not, dass sie sich darüber gar keine Gedanken gemacht hat, dass letztendlich sie sich outet, indem sie es dir sagt? Ich denke mal schon. Ich schätze im Moment so sehr ein, dass sie sich das Leben nehmen könnte. Hast du eigentlich hast du ihr gesagt, dass sie zur Polizei gehen soll? Ja. Und da hat sie gesagt, das mache ich nicht. Das hat sie definitiv abgelehnt. Mhm. Also du hast jetzt Sorge, dass sie sich aus Verzweiflung das Leben nimmt? Ja. Das heißt also, eigentlich wäre es, tut Eile Not. Das heißt, die Polizei müsste sehr schnell benachrichtigt werden und die Polizei müsste sehr schnell agieren und sie auch in ihre Obhut nehmen.
Dann appelliere ich an dich, Ingo, jetzt sofort nach unserem Gespräch die Polizei in deinem Ort anzurufen und das mitzuteilen. Ja, das wäre vielleicht das Beste, ja. Vor allen Dingen aus doppelter Begründung. Aus deiner Pflicht heraus und eben auch, wenn du sagst, dass die Frau sich das Leben nehmen will. Ja, nur ich muss dir jetzt auch bei dir jetzt mal mein Gewissen erleichtern, weil das ist so ein ungeheurer Druck, der auf mir lastet. Klar, wenn man da niemanden hat zum Reden, es ist unglaublich, wie man damit umgeht. Aber ich habe schon direkt gerade gemerkt an deiner Reaktion, dass du eigentlich für dich auch schon die Entscheidung so in der Richtung angedacht hattest, ne? Ja. Zur Polizei zu gehen. Ja. Geh nicht zur Polizei, sondern rufe jetzt gleich an, wenn wir hier beendet haben. Ja. Wir können ja gerne auch noch so vereinbaren, du rufst die Polizei an. Ja. Wir werden uns gleich bei dir nochmal melden, dann kann mein Psychologe auch nochmal mit dir ein paar Worte reden, weil du bist ja auch ziemlich angeschlagen im Moment. Ja. Aber jetzt rufst du erstmal die Polizei an, okay? Ja, das werde ich machen, ja. Dann machen wir das. Und wir melden uns dann später bei dir nochmal. Okay, ja. Okay. Ja. Alles klar. So, Dankeschön. Okay, auf Wiederhören. Danke. Tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 5050, meine Telefonnummer, wenn ihr mich erreichen wollt, oder mailt uns unter domian@wdr.de. Es geht weiter mit Andrea, und Andrea ist 26 Jahre alt. Hallo Andrea. Ja, hi Domian. Hallo Andrea. Ja, jetzt sehe ich gerade unten das Thema eingeblendet für morgen. Eiskalt, vielleicht hätte ich da eher anrufen sollen. Ja, das Thema morgen heißt eiskalt. Ich weiß nicht, wie es genau gemeint ist, aber ja, ich denke, ich bin im Moment eiskalt. Du bist eiskalt im Moment? Ja, also es ist so, inwiefern? Ich bin 26, ich habe letztes Jahr im Juni geheiratet. Ich kenne meinen Mann seit 10 Jahren, wir sind seit 8 Jahren ein Paar, leben auch schon seit 7 Jahren zusammen. Und ja, es war halt letztes Jahr so, vor meiner Hochzeit haben wir einen ausgiebigen Junggesellinnenabschied gefeiert. Und an dem Abend, gut, man denkt ja, es ist so einiges erlaubt, habe ich da einen Typen kennengelernt. Und ja, wir haben da auch ziemlich wild rumgeknutscht. Und es wäre schon an dem Abend was gegangen, aber ich war halt in Begleitung und... Darf man bei solchen Junggesellinnenabenden rumknutschen? Naja, es ist halt sozusagen, ja, wie man das so schön sagt, der letzte Abend in Freiheit. Ich weiß nicht, ob man das darf. Also, na gut, was ist das schon eine Form des Fremdgehens? Finde ich schön, aber na, okay. Es ist dann passiert, du hast rumgeknutscht. Ja, genau. Und ja, wir haben uns dann am nächsten Tag getroffen und hatten dann das erste Mal Sex. Und dann war halt erstmal eine Zeit nach Pause. Also wir haben halt zwischendurch mal gesimst, wie auch immer. Und dann kam die Hochzeit, die auch wunderschön gewesen ist. Also es war ein Traum, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall eins der Dinge, die ich mir schon immer gewünscht habe. Und ja, Flitterwochen, alles ganz wundervoll. Und danach kam halt so der graue Alltag wieder. Und irgendwann hat er sich halt noch mal gemeldet, dieser Typ. Und ja, seitdem läuft eine Affäre oder lief eine Affäre bis zum Winter hin. Also so, dass wir uns halt auch regelmäßig getroffen haben. Also das ist regelmäßig, also es waren irgendwie 2-3 Mal im Monat oder so. Und nun, im Moment aktuell? Im Moment, ja, es war halt so, dass erstmal eine Zeit lang Funkstille gewesen ist, weil er halt auch, also er ist eigentlich Single, hat aber zwischendurch halt eine Frau am Start gehabt. Und dann lief halt erstmal nichts. Und ich habe ihn dann zufällig vor ein paar Wochen wieder getroffen. Und es läuft wieder was. Und es ist direkt an dem Abend das schon gelaufen. Und die... Andrea ist verheiratet seit Juni letzten Jahres. Genau. Und sagt selbst von sich, ich bin eiskalt, weil ich das so durchziehe. Oder mich nicht richtig davon distanziert habe. Ja, also... Warum machst du es? Bist du ein bisschen verknallt in den oder ist es Sex? Nee, also es war in erster Linie war es Sex. Also es war so, dass ich mich halt in den letzten Monaten sehr so vom Äußerlichen positiv verändert habe. Und halt auch so dieses neue Selbstbewusstsein genossen habe. Also es war halt... jahrelang so, dass so ich halt immer so der Kumpeltyp war und nun ja, jetzt also ich hatte mich ist auch sozusagen. Ja. Ist denn so eine Verliebtheit jetzt auch da zu dem Typ? Nein, nicht wirklich. Also wir sind so auf der gleichen Wellenlänge und ist natürlich in erster Linie schon nur Sex. Deine Ehe ist natürlich, das ist ja immer schon problematisch, wenn man so jung zusammenkommt.
Ihr seid mit 16 zusammengekommen, ne? Wenn ich es gerade mal schnell rumgerechnet habe. Ja, also wir haben uns, ja, mit 16 haben wir uns kennengelernt, ja, genau. Und mit 18 haben wir halt Nägel mit Köpfen gemacht. Ja. Also ich war mir damals halt schon nicht so sicher, aber... Ach, du warst dir damals schon nicht sicher? Ja, was heißt nicht so sicher, also... Wie viele Freunde hattest du denn vorher, vor ihm? Feste Beziehung, zwei. Immerhin. Mhm. Wie alt ist er, dein Mann? Er ist genauso alt wie ich. Genauso alt wie du. Ja, 27, ja. Aber in der Tat sind solche jungen Beziehungen, die lange währen, immer kompliziert. Weil man irgendwie... Vor allen Dingen, weil sie so früh angefangen haben. Ja, genau, das ist das. Und wenn man dann etwas älter wird, du bist jetzt, was weiß ich, 26, dann hat man vielleicht Sehnsucht doch nach anderen Sachen und man ist neugierig und will vielleicht auch mal experimentieren und weiß nicht was alles. Mhm. Genau, das ist es gewesen. Und dann sind die Leute oftmals in der Zwickmühle, da ist der Partner, mit dem man lange zusammen ist, den man auch ehrt und mag und, auf jeden Fall. Und liebt und loyal eigentlich sein möchte. Ja. Und auch viele, viele Dinge gemeinsam erlebt hat, aber da ist auch die andere Welt, die einen neugierig macht und man ist hin und her gerissen. Ja. So, jetzt ist natürlich die Grundfrage, wie solide ist noch die Beziehung und wie groß ist die Sehnsucht zu experimentieren, Neues zu machen, einfach einen neuen Weg einzuschlagen? Das ist die Grundfrage. Genau, das ist die Frage. Mhm. Und also mein Mann bedeutet mir einfach alles. Also er ist meine Welt. Also wir sind so fest miteinander verbunden halt eiskalt, weil... Ja, ne, weißt du, ich glaube... Ich ihn ja in dem Sinne halt so richtig ab, weil er ahnt halt überhaupt nichts. Ja. Du sagst, ich bin mit dem absolut verbunden und so, aber da sind ja Risse drin, sonst wäre es gar nicht dazu gekommen, was jetzt passiert ist. Da scheint ja irgendeine Sehnsucht in dir zu sein, die dir vielleicht gar nicht bewusst war vorher. Ja, genau. Und die da so ein bisschen aufgebrochen ist durch die Beziehung zu diesem Typ. Und das ist jetzt die ganz große entscheidende Frage, wie stark das ist und welche Kräfte da jetzt entfesselt sind. Das ist es, ja. Also das ist auch so ein bisschen irgendwo die Angst, die ich auch, also was heißt die Angst, aber das sind so die Gedanken, die mir halt so im Kopf rumschwirren. Ist das, also wir sprechen über Kinder, also dass wir halt irgendwann in den nächsten zwei Jahren oder wie auch immer, dass wir halt dass wir Kinder bekommen. Ja, deswegen ist es gut, wenn du jetzt nachdenkst. Wenn nämlich erstmal Kinder da sind, ist alles noch viel, viel problematischer. Das ist wenn du ihm das erzählen würdest, was da passiert ist. Oh mein Gott. Was dann? Da bricht eine Welt zusammen. Also es ist so gewesen, dass ich vor die Beziehung war, nach 5, 6 Jahren hat es mal richtig ordentlich gekriselt. Mhm. Da war es so, dass es halt schon kurz vor Schluss gewesen ist. Und das war halt auch in der Zeit da, bin ich schon mal fremd gegangen. Mhm. Das war nur ein einziges Mal. Und das habe ich auch so nicht mehr ausgehalten. Das habe ich ihm dann halt auch ein paar Monate später erzählt. Und da hat schon ordentlich geknackst bei ihm. Mhm. Und wenn er jetzt so wüsste... Ich finde, damit er eine faire Chance hat, die Situation wirklich einzuschätzen und auch auf gleicher Ebene, sage ich mal, auf dich und auf dich zu reagieren und mit dir umzugehen, muss er das verdammt nochmal wissen. Weil so wiegt er sich in Sicherheit. Der denkt, du spielst ihm wahrscheinlich so die glückliche Ehefrau vor, oder? Ich spiele nicht die glückliche Ehefrau. Ich bin eigentlich die glückliche Ehefrau. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie tagtäglich irgendwie nur noch an den anderen Kerl denke oder wie auch immer. Nee, also ist so Zwiespalten, so eine Schizophrenie irgendwie. Nee, also ich liebe ihn über alles. Also sonst ist alles wunderbar. Also so, unser Zusammenleben, ich dir. Unser Sexleben, wie auch immer. Also selbst da habe ich nichts irgendwie, was ich vermisse. Also irgendwo ist es, dass ich nur noch... Ich finde wirklich in diesem Fall... Manchmal sage ich ja auch, okay, komm, schwamm drüber und wir vergessen das Ganze und gucken in die Zukunft. In diesem Fall finde ich es wirklich für die Qualität eurer Beziehung, wenn sie weitergeht, fände ich es wichtig und richtig, dass du es ihm sagst. Vielleicht kommt ihr auch in eine ganz andere Diskussion hinein, wenn es besprochen wird. Es wird hart werden, aber vielleicht rüttelt euch das auf, vielleicht schafft es auch irgendwie für euch eine andere, neue Realität. Aber du musst es weiter sagen. Du musst es sagen, du darfst es nicht so weitermachen, wie du es jetzt gemacht hast. Ich glaube, ich prognostiziere auch, wenn du jetzt einfach für dich entscheidest, oh, ich lasse es sein, ich sage nichts. So wie ich den Eindruck von dir habe. In einem halben oder dreiviertel Jahr passiert wieder was. Weil da ist irgendwas in dir, was sucht oder was experimentieren will. Oder ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ja, also ich hab zwischendurch das Gefühl. Und die Frage ist nur, meinst du nicht, dass ich
das beenden könnte, indem ich halt einfach diese Affäre beende. Also ich. Ja, das geht. Das geht. Ich meine, wenn dir das erstmal angenehmer ist, dann mach es und versuch es so. Ich glaube aber, dass es für die Qualität eurer Beziehung besser wäre, wenn alles auf den Tisch kommt und ihr redet. Doch, rede. Ja, glaube ich, wirklich in dem Fall schon. Weil es die Chance in sich birgt, dass ihr einen neuen Schwung auch in eure Beziehung bekommt. Weil er wird irgendwie wach werden vielleicht. Du wirst ihm Dinge sagen, vielleicht sagt er dir auch Dinge, die du gar nicht von ihm erwartest. Vielleicht könnt ihr dann gemeinsam eine neue Strategie für eure Beziehung suchen. Wenn ihr beide sagt, im Grunde genommen lieben wir uns und wir wollen zusammenbleiben. Aber da gibt es noch ein paar Abers. Die Abers müssen wir klären. So, wenn das alles in verschwiegen wird, brodelt das irgendwie im Unteren weiter und irgendwann knallt es wieder. Wenn es alleine nicht schafft, dann holt euch, geht zu einer Paarberatung, zu einer Eheberatung. Für ein paar Mal, müsst ihr ja nicht oft hingehen. Ja, okay. Wäre mein Tipp an dich. Ich kann dir auch gerne noch durch meinen Psychologen, den Peter, eine Adresse geben, wenn du noch jemand anders, so wie du mich jetzt angerufen hast, noch jemand anders hinzuziehen möchtest. Ja, gerne. Ne? Machen wir so. Mhm. Dann legst du bitte auf, Andrea, und der Peter ruft dich an. Alles klar. Alles Gute. Danke, Domian. Schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. Ciao. Ich bin nochmal ganz fassungslos von dem ersten Anrufer. Muss ich euch ehrlich sagen, von Ingo. So, jetzt sage ich euch nochmal das Thema für morgen. Das Thema morgen heißt eiskalt. Das kann ja sein, dass ihr eiskalt erwischt worden seid, so wie Ingo ja auch von dem Geständnis seiner Freundin. Vielleicht seid ihr selbst eiskalte Menschen, so wie Andreas gerade von sich erzählt hat. Oder ihr seid vielleicht konfrontiert oder zusammen mit einem eiskalten Menschen. Oder habt vielleicht lange leiden müssen unter der Herzenskälte eines Menschen. Wenn ihr mir darüber erzählen wollt morgen, das ist das Thema eiskalt. 0800 220 5050, morgen eine Stunde vor der Sendung könnt ihr anrufen oder schon mailen unter domian@wdr.de. Weiter geht es mit Markus und Markus ist 23 Jahre alt. Hallo Markus. Hallo Jürgen. Hallo Markus. Dein Thema. Also ich habe folgendes Problem und zwar habe ich seit einem Monat offiziell eine neue Freundin und er hat sie das große Problem. Und zwar in ihrer letzten Beziehung. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Du hast seit einem Monat eine neue Freundin. Genau. Mhm. Und in ihrer letzten Beziehung wurde sie von ihrem Ex-Freund gedemütigt, unterdrückt, geschlagen, vergewaltigt, eingesperrt. Mhm. Wie lange war sie mit dem zusammen? Vier Jahre haben die zusammen gelebt. Mhm. Und die hatten sich schon vor über einem halben Jahr getrennt, aber nicht räumlich. Also sie haben noch zusammen gewohnt. Mhm. Weil er sie nicht gehen lassen wollte. Ja. Und das ist jetzt, da als wir uns dann kennenlernten, das ist schon etwas länger her, da war sie halt ein total verschlossener Mensch und halt irgendwann kamen wir uns dann halt auch näher. Mhm. Und immer wenn wir dann Beispiel im Bett lagen und zärtlich miteinander werden wollten, also miteinander schlafen wollten, fing sie irgendwann aus heiterem Himmel an zu weinen und wollte mir nie sagen, warum und weshalb. Mhm. Und irgendwann habe ich es halt doch aus ihr rausgekriegt und dann hat sie mir das Ganze halt erzählt. Ja. Und das Schlimme kommt erst noch. Ja. Diesem Wochenende hatte sie mir wieder was vorgefallen, dass sie unter Tränen zusammengebrochen ist. Und da erzählte sie mir, dass er vor 14 Tagen zu ihr kam, weil er angeblich Sachen bringen wollte, die noch von ihr waren. Und sie wieder vergewaltigt hat. Mhm. Und ich weiß, sie traut sich nicht, ihn anzuzeigen oder sich irgendwie anders Hilfe zu suchen. Mhm. Sie sagt immer, mit Fremden kann sie nicht drüber reden und sie hat ja keine Beweise, dass er sowas machen würde und weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll. Ja. Also das ist jetzt gerade frisch wieder passiert und wahrscheinlich sehr oft sogar. Vielleicht hat sie dir noch gar nicht die ganze Wahrheit gesagt. Ja, das ist es nämlich. Das befürchte ich auch. Mhm. Sie hat sich noch niemandem anvertraut. Also du bist jetzt der erste Mensch, dem sie das erzählt. Ja. Ja. Genau so. Und sie ist sehr ängstlich. Sie sagt, sie möchte nicht zu jemand anderem gehen. Schon gar nicht zur Polizei. Ja, also sie sagt immer, dass ihr keiner glauben wird, weil sie halt keine Beweise hat. Also so vor 14 Tagen, als die sagte, dass das passiert sei, habe ich halt bei ihr gesehen, dass sie blaue Flecke hatte. Mhm. Und sie sagte halt, das wäre auf der Arbeit passiert. Mhm. Und
Na, und sie sagt halt, jetzt ist es zu spät und glaubt mir und versteht mich sowieso ganz, sowieso keiner. Also ich finde nicht, dass das zu spät ist. Ja, das habe ich auch gesagt. Ich kann aber schon verstehen, dass eine Frau oder ein Mensch, der so etwas erfahren hat und mitmachen hat müssen, sehr verstört ist und sehr ängstlich ist. Und kennst du den Typ persönlich auch? Nee, ich kenne ihn nicht. Es scheint ja ein sehr gewalttätiger Mann zu sein. Und der hat sich 4 Jahre lang eingeschüchtert, das heißt, die Frau hat wirklich richtig Angst vor dem. Die hat vielleicht auch Angst um Leib und Leben. Ja, das ist es. Ich habe auch schon zu ihr gesagt, dass ich ihn zur Rede stellen will. Nicht gewaltmäßig, sondern einfach nur zur Rede stellen. Mhm. Würde ich die Finger von lassen. Ich glaube, das bringt erstmal gar nichts. Ich glaube, damit verkomplizierst du das Ganze nur noch. Jetzt geht es erstmal darum, deiner Freundin zu helfen, denn die scheint ja sehr traumatisiert zu sein. Wie soll ich das machen, Jürgen? Wie? Ja, ich würde sie jetzt auch nicht, wenn sie das nicht möchte, sofort zur Polizei treiben. Aber ich würde ihr, und da sind wir dir gerne gleich noch behilflich, ich würde ihr sehr nahelegen, dass sie sich Hilfe holt bei einem Arzt, bei einem Psychologen, bei einem Psychiater. Dass sie wirklich professionelle Unterstützung bekommt. Und von da aus können dann weitere Schritte unternommen werden. Ich habe ja auch schon, ich sage ja die ganze Zeit, dass sie sich Hilfe suchen soll, aber sie sagt halt immer, dass sie keiner versteht. Und aber sie ist nicht leider nicht die einzige Frau, die vergewaltigt wurde und wird oder wurde. Das heißt, das trifft so viele Menschen und so viele Frauen. Und vielleicht können wir ja ihr etwas näher legen, wenn sie vielleicht zu einer Selbsthilfegruppe geht. Es gibt ja zahlreiche betroffenen Gruppen und Organisationen. Also wichtig ist, finde ich, nur, dass sie ins Gespräch kommt mit seriösen Leuten, die deine Freundin ernst nehmen und die deine Freundin ernst nehmen kann. Also sie sagte auch zu mir, als sie mir das erzählte, dass sie sich total erleichtert fühlt. Genau, ja. Und das wird ihr noch besser tun, wenn sie vielleicht sogar mit jemandem spricht, der Ähnliches schon mal erlebt hat. Oder der so berufsmäßig als Psychologe damit umgeht, dass sie spürt, dass sie wirklich, dass man ihr glaubt. Also da gibt es zahlreiche Hilfsangebote und Organisationen und Adressen und Telefonnummern. Da würde ich sagen, die geben wir dir jetzt mal ein paar. Und du versuchst sie nochmal zu überzeugen, dass das ihr ja gar nichts passieren kann, wenn sie sich dorthin wendet. Aber was mache ich, wenn sie das wieder ablehnt? Ich kann das doch nicht einfach so geschehen lassen. Das geht doch immer weiter. Mhm. Da musst du, finde ich, du kannst sie dahin nicht mit Gewalt bringen. Aber da musst du mit aller Liebe und aller Einfühlsamkeit es immer und immer wieder versuchen, bis sie es macht, finde ich. Weißt du, meine Angst ist halt einfach nur, dass das wieder passiert, weil das Problem ist auch, wir wohnen ein bisschen weiter getrennt, das sind also 80 Kilometer. Mhm. Und dadurch, dass ich halt zurzeit nur nachts arbeite, kann ich halt nur am Wochenende da sein. Und das ist halt die Zeit, er weiß, dass sie einen neuen Freund hat. Und das ist halt die Zeit, wo er sich nicht in die Gegend, der traut sich dann nicht mal in die Stadt. Mhm. Zum Beispiel könnte sie sich ja auch an ein Frauenhaus wenden. Also es gibt wirklich zahlreiche Sachen, zahlreiche Möglichkeiten, ihr konkret auch direkt zu helfen. Versuche ihr wirklich mit aller Vorsicht und allem Einfühlungsvermögen, ihr das nahezulegen, das zu tun. Dass sie es für sich tut, dass sie es aber auch für euch tut. Und dass sie keine Angst haben braucht. Werde ich mal weiter versuchen. Ja. Das ist das, was ich schon die ganze Zeit tue. Ja. Aber vielleicht, wenn du jetzt nochmal ausgerüstet bist, auch noch mit Organisationen, mit Anlaufadressen, mit Telefonnummern und ihr das auch ein bisschen erklären kannst, was das ist und wo dass sie einfach vielleicht nur mal erstmal anruft. Sie muss ja nicht gleich hingehen. Es gibt ja auch Frauen-Notruftelefone. Das geben wir dir auch gleich noch ein paar Nummern. Genau, das wollte ich gerade fragen, ob es da nicht vielleicht irgendwie so anonyme Telefone gibt, wo die anrufen. Ja, gibt es. Und das ist. Das enthemmt dann wirklich die betroffenen Personen, sich zu äußern, weil da braucht man einfach nur mal anrufen und da bestehen auch keine Verpflichtungen. Weil ich denke mal, dass sie einfach Angst hat, dass er das irgendwie mitkriegt, dass sie mit jemandem redet, dass er ihr halt wieder Gewalt antut. Ich denke, dass sie so denkt. Ja, und genau da können die Leute, die da an den Telefonen sitzen, sehr, sehr adäquat und professionell darauf reagieren und auch die Angst nehmen und konkrete Hilfeleistungen anbieten, was sie tun kann. So, jetzt legst du auf und mein Psychologe ruft dich an und versorgt dich mit den entsprechenden Informationen. Ja, okay. Okay? Dankeschön. Liebe Markus, alles Gute. Danke. Tschüss.
So, meine Lieben, an dieser Stelle Hinweis auf Samstag. Samstag habe ich wieder Promi-Besuch. Wir haben es gerade eingeblendet. Und zwar ist der ZDF-Nachrichtenstar Klaus Kleber mein Gast. Und wenn ihr mit Herrn Kleber sprechen wollt, dann, ihr kennt das ja schon, ne? Mailt doch bitte unter domian@wdr.de, schreibt auf die Mail kurz eure Frage oder eure Anmerkung plus Telefonnummer drauf und dann werden wir euch gegebenenfalls Samstag zurückrufen. Samstag beginnt die Sendung um 23.45 Uhr wieder hier im WDR Fernsehen. Eine Dreiviertelstunde Talk mit Klaus Kleber und ihr könnt anrufen, ihr könnt mitmachen, wenn ihr das gerne wollt. Jetzt geht's weiter mit, ich frage mal meine Regie. Meine Regie sagt mir einen Namen, den ich hier gar nicht sehe. Dann nehmen wir mal die Astrid. Astrid ist 35 Jahre alt. Hallo Astrid. Hallo. Hallo. Hallo Astrid. Ja, ich bin ziemlich fertig von dem Anruf von Ingo. Ja, das war ich gerade auch. Ich habe meine Tochter mit 7 Monaten verloren am Kindstod. Mhm. Und ich kann sowas überhaupt gar nicht nachvollziehen. Mhm. Mhm. Wie man einem Kind sowas antun kann. Das Kind kann überhaupt gar nichts dafür, ob aus Vergewaltigung oder aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Mein Kind hätte alles gehabt und musste sterben. Im siebten, nach 7 Monaten, nachdem es 7 Monate alt war? Ja, mhm. Genau. Was ist genau geschehen? Kannst du es mal beschreiben, erzählen? Was ist geschehen? Ich war morgens oder ja, früh morgens eigentlich noch am Kinderbett und da war noch alles in Ordnung und ich wunderte mich, dass sie nicht wach wurde, weil sie Hunger hatte und bin dann wieder zum Kinderbett gegangen und dann war sie tot. Mhm. Und vorher war alles in Ordnung? Es war alles in Ordnung, sie war nicht krank oder sonst irgendwas, es war alles total in Ordnung. Mhm. Und dann höre ich sowas, dass ein Kind irgendwie, weiß ich nicht, in den Fluss geworfen wird oder so. In eine Plastiktüte. Oder Plastiktüte. Und dann im Fluss. Mhm. Das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Mhm. Als du das denn gemerkt hast, das ist ja so ein unermesslicher Schock, was hast du da gemacht im ersten Moment? Ich habe geschrien, ich habe um mein Leben geschrien, irgendwie, dass die Nachbarn auf meiner Straße irgendwie auf mich aufmerksam geworden sind und man kennt sich hier und dann hat man geklingelt, ja, und dann kam der Notarzt und selbst der hat zu mir gesagt, ja, man hätte daneben stehen können, hätte nichts mehr machen können. Das heißt, die Kleine, es war ein Mädel? Ja, war schon länger verstorben. 2 Jahre ist es jetzt, ja. Nein, ich meine auch, als du sie gefunden hast, da war sie schon ein paar Stunden tot oder konnte man das noch rauskriegen? Wann? 2 Stunden ungefähr. 2 Stunden? Mhm. Ja. Mhm. Und das Ganze ist 2 Jahre her jetzt? Ja, am 29.12.2002. Mhm. Und dennoch ist es dir so nah, ne? Und so präsent. Ja, weil ich habe eigentlich aus einem ganz anderen Grund angerufen, weil ich schon seit 6 Jahren irgendwo eine Beziehung führe oder mehr eine Affäre im Endeffekt mit jemandem, der liiert ist schon seit 10 Jahren, zwar nicht verheiratet, aber sich aus welchen Gründen auch immer nicht trennen kann. Mhm. Und ich auch in psychologischer Betreuung bin aufgrund des Todes meiner Tochter. Mhm. Und ich aber gerne jetzt so weit bin, dass ich sagen würde, ich möchte gerne wieder ein Kind haben wollen. Mhm. Natürlich von ihm. Mhm. Und aber auch nicht weiß, wie ich mich verhalten soll. Mhm. Setze ich ihn jetzt unter Druck, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte gerne ein Kind von ihm, dass er meint, er müsse sich trennen oder wie auch immer, was er 6 Jahre lang nicht getan hat. Und wie lange geht eure Beziehung jetzt schon? 6 Jahre. Ach, die geht 6 Jahre, die Beziehung? Ja. Ja. Das heißt, aber das war dieses Kind, was du verloren hast, war nicht von ihm? Nein, weil er mal gesagt hat, ich weiß nicht, wie das mit uns weitergeht und ne, vielleicht lernst du ja einen anderen kennen und aus Trotz, wie ich dann halt dann auch so bin, vom Typ her, habe ich mich auf jemand anderen eingelassen und beim ersten Mal hat blöderweise sofort geklappt, das hat geklappt. Ne? Ich habe die Pille genommen, aber irgendwie ist es schief gegangen. Hast du Kinder sonst noch? Nein. Das geht 6 Jahre schon so. Ja. Das klingt ganz schlecht, Astrid, finde ich. Wenn der 6 Jahre sich nicht entscheiden hat können und das 6 Jahre nebenher läuft, sage ich jetzt mal fast so ganz, ganz klar dir ins Gesicht, der will dich nicht. Aber das kann doch nicht sein. Ich meine, ich habe schon aus Vernunftgründen oftmals gesagt, von wegen, wir müssen uns trennen und das bringt ja alles nichts, weil. Und wenn er dann auch zu mir sagt, von wegen, ja, wenn du den anderen kennenlernst oder ne, such dir jemand anderen, mit dem du irgendwo eine Beziehung aufbauen kannst, ist es vielleicht besser. Das sagt er jetzt aktuell auch noch.
Bitte? Das sagt er jetzt aktuell zu dir auch noch. Nein, der kommt ja immer wieder. Er kann sich ja von mir auch nicht trennen. Ja, aber er sagt zu dir dennoch, du, wenn du jemanden findest, bau dir eine Beziehung auf. Nee, in der letzten Zeit nicht mehr, nein. Das ist nicht mehr. Aber er ist, wie lange ist er wiederum mit seiner Partnerin zusammen? Ich glaube 16 Jahre mittlerweile. Und haben die Kinder miteinander? Nein. Nicht. Und wie alt ist er? 41. Warum entscheidet er sich nicht für dich? Das weiß ich nicht. Warum bestehst du nicht darauf, dass nach 6 Jahren, dass er dir das sagt? Warum nicht? Ich weiß nicht, seine Partnerin ist 10 Jahre älter als er, also sie ist 51 und ich weiß nicht, ob sie ihn unter Druck setzt, ob da Geld eine Rolle spielt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber über was redet ihr denn, Mensch? Wenn man 6 Jahre mit jemandem so eng vertraut ist, dann hätte ich aber alles in Bewegung gesetzt, um diese entscheidende Frage von dem beantwortet zu bekommen. Warum willst du mich nicht gänzlich? Warum kommst du nicht zu mir? Weil sie schon versucht hat, sich umzubringen und sie macht Theater bei seiner Familie und ich meine, sie weiß von mir, weil ich bin dann auch so ein Typ, ich bin dann irgendwo mal dahin gefahren und habe gesagt, hallo, hier bin ich und jetzt muss was passieren, weil ich dachte, das Ganze würde irgendwie einen Fortschritt geben. Bist du da hingefahren? Hast gesagt, hier, ich bin die Geliebte ihres Freundes, ihres Mannes? Ja, so ungefähr, ja. War er auch dabei? Ja, der ist dann rausgekommen, weil sie das ganze Haus vandaliert hat. Ach du Gott. Und das hat aber nichts gebracht. War er sauer auf dich hinterher? Nein, er konnte mich verstehen, aber er hat trotzdem nichts geändert. Mhm. So, das heißt, steht jetzt auch zu Hause immer unter Druck, weil die Frau wittert, wenn er weg ist, er könnte bei dir sein. Richtig. Mhm. Und ist ob das ein Telefonterror ist oder so, dass bei mir das Telefon klingelt, ob auf der Arbeit oder hier zu Hause, wie auch immer. Aber dann will ich dir mal sagen, Astrid, dann ist es aber auch, entschuldige, wenn ich das so hart ausdrücke, ist es aber auch eine Flasche hier. Wenn er 6 Jahre so ein Gedönse mitmacht und nachdem du sogar dahingegangen bist und die Frau, seine Partnerin das weiß und er immer noch nicht eine klare Linie fährt, ist mit dem aber wirklich überhaupt gar nichts los. Und du hast eigentlich einen anderen verdient. Ja. Aber wirklich. Das ist doch so demütigend für dich, so eine Situation. Und er erklärt es dir nicht mal. Was heißt er kann? Wie alt ist er? 41. Ja. Ist auch keine 14, wo man irgendwie vielleicht völlig durcheinander ist und weiß nicht, wohin man will. Der muss doch wissen, was er will, wohin sein Herz schlägt. Der sitzt da und lässt sich von 2 Frauen bedienen, Mensch. Und kriegt den Hintern. Was soll ich jetzt machen an deiner Stelle? Auf jeden Fall nicht von diesem Mann schwanger werden. Das erste Mal. Als ersten Grundsatz. Und auch nicht die Hoffnung haben, dass du, wenn du von ihm schwanger wirst, dass du ihn näher an dich bindest. Vergiss es. Vergiss es. Das haben Tausende und Hunderttausende von Frauen versucht. So funktioniert es nicht. Dann hast du die nächste Komplikation am Hals. Das Klügste wäre, ich finde, jetzt, nach so viel Zeit, hast du wirklich das Recht, ein Ultimatum zu stellen und sag, pass mal auf, Knabe. Jetzt will ich, dass du dich innerhalb des nächsten Vierteljahres entscheidest und sonst bin ich weg. Ich bin weg. Ich bin 35 Jahre alt, du bist eine junge Frau von 35, dann such dir ein neues Leben. Du bist ja gefangen in dieser Beziehung. Junge Frau von 35, ja. Dann bin ich nicht mehr jung. Na gut, aber du bist keine alte Frau. Du bist nur 35, das ist ein gutes Alter. Ich höre das ja auch. Gut, du hast von deinem Kind erzählt, das nimmt dich sehr mit. Aber natürlich, wenn ich sowas höre und... Ja, aber diese Sache nimmt dich auch sehr mit. Das ist mir doch völlig klar, dass das auch für dich kein Glück ist. Das ist doch alles nur zäh und belastend und letztendlich auch tragisch. Und jetzt hast du einen Wunsch nach einem Kind, was ja auch verständlich ist, und bist aber in dieser verquasten Situation da mit dem Typ. Das tut dir doch nicht gut. Ja, aber ich kann doch nicht einfach irgendwie einen anderen. Das ist doch so, man ist doch irgendwie fast blind irgendwie vor Liebe oder. Ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber... Die Phase der Verliebtheit ist ja nun schon längst rum. Jetzt ist es höchstens noch eine Abhängigkeit, in der du steckst, dem gegenüber. Und davon musst du dich befreien, weil es für dich nicht gut ist. Ich weiß, das ist leicht gesagt, mit dem Befreien von Abhängigkeiten. Manche Menschen schaffen es nie, sich von anderen zu befreien. Aber versuchen musst du es. Dafür brauchst du aber erstmal den klaren Kopf dafür. 6 Jahre darf man nicht einfach so hingehalten werden, verdammt nochmal. Das geht nicht. Du bist in der Therapie im Moment? Ja. Sprichst du auch in der Therapie über diese Beziehung? Ja, klar.
Wie wird das da behandelt? Ja, ich weiß nicht, ob er da irgendwie Angst vor hat, das vielleicht so zu sagen, wie du das jetzt tust. Carsten ist halt echt vom Kopf, muss ich einfach ganz klar so sagen. Mhm. Das tut er nicht. Also er ist, ja, das, was, oder wo ich der Meinung bin, dass es für mich gut ist, oder was ist, oder wenn es mir gut tut, dann soll ich das so hinnehmen. Das tut ja nicht gut. Ich bin kein Psychologe, deswegen gehe ich da anders ran. Ich gehe daran, als würden wir beide uns irgendwo in einem Café unterhalten. Ich sage dir einfach meine Meinung dafür, darüber. Und das ist ja auch hoffentlich okay für dich. Ich weiß nicht, vielleicht hat er irgendwie Angst. Ich habe auch schon zweimal versucht, mir das Leben zu nehmen. Mhm. Aufgrund dieser Sache, dass es mit meiner Tochter passiert ist. Mhm. Na, einmal kurz danach und dann zum letzten Weihnachten hin. Mhm. Und er war dann wieder derjenige, der dann plötzlich wieder extrem da war und sich um mich gekümmert hat. Mhm. Heißt Astrid, ich habe mir wirklich allen Respekt dieser Welt vor deiner Trauer und vor deinem Leid. Aber lass uns das mal ein bisschen weiterdenken. Wenn deine kleine Tochter wissen würde, was du vorhast, deine kleine Tochter würde nicht wollen, dass du dir das Leben nimmst. Dafür, das schwöre ich aber drauf. Deine kleine Tochter würde sagen, Mama, das ist sehr schlimm, aber guck nach vorne und vergiss mich nicht, aber leb dein Leben. Auch nicht tun. Ja. Und mittlerweile, okay, ich habe da früher nicht drüber gesprochen. Die Psychologin, die damals da war, als es mit meiner Tochter passiert war, die hat zu mir gesagt, ja, am besten, sie werden sofort wieder schwanger. Da habe ich gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie kann man mir sowas sagen? Das war auf der Beerdigung meiner Tochter. Mhm. Dann, die Kleine war noch nicht beerdigt und dann sagte jemand, ja, am besten, sie werden sofort wieder schwanger. Mhm. Ja, es ist doch nicht wie ein Spielzeug, was kaputt geht und ich schaffe mir wieder ein neues Spielzeug an. Ja, hätte mich auch gekränkt, gebe ich ja recht. Und dann habe ich gesagt, okay, das Thema Psychologie war für mich erledigt. Mhm. Bis das halt letztes Jahr, also jetzt letztes Weihnachten, wieder so weit gewesen ist, dass ich einen Föhn in die Badewanne geschmissen habe. Mhm. Und dieser verdammte Scheißföhn weitergelaufen ist in der Badewanne. Mhm. Also, das ist schon sehr, sehr akut alles bei dir, merke ich. Sehr akut. Ich möchte jetzt das Gespräch hier in der Öffentlichkeit abbrechen, Astrid. Ich merke, dass du sehr angeschlagen bist und sehr emotionalisiert. Ich möchte, dass du mit meinem Psychologen jetzt in Ruhe weitersprichst gleich. Ja. Meine ganz normale Meinung zu deinem Freund habe ich dir gesagt. Ja. Das andere ist natürlich alles hochkompliziert und da musst du wirklich, da müssen Fachleute dir helfen. Jetzt legst du bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an, ja? Okay. Alles Liebe und alles Gute wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ja, danke schön. Tschüss. Dir auch, ja. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Morgen heißt unser Thema, ihr Lieben, eiskalt. Das heißt, das kann bedeuten, eiskalt erwischt. Ihr seid ja schon mal von irgendetwas eiskalt erwischt worden. Von etwas Positivem oder etwas Negativem. Seid ihr selbst vielleicht eiskalte Menschen? Oder seid ihr umgeben von eiskalten Menschen? Oder seid ihr Opfer einer eiskalten Handlung schon mal geworden? Wenn ihr über dieses Thema morgen mit mir sprechen wollt, dann könnt ihr euch heute schon melden unter unserer Mailadresse domian@wdr.de oder morgen eben anrufen während der Sendung oder eine Stunde vorher unter 0800 220 50 50. Hier ist Tanja. Tanja ist 39 Jahre alt. Hallo Tanja. Hi. Hallo Tanja. Erstmal ein großes Kompliment. Ich finde dich sehr, sehr cool. Dankeschön. Und danke. Ich finde das auch toll, wie du mit den Leuten umgehst, die hier anrufen. Und diese zwei, die Frau gerade und der junge Mann am Anfang, das war schon sehr berührend. Und jetzt finde ich mein Thema irgendwie so uninteressant oder oberflächlich. Sag das nicht. Die Welt besteht aus allen möglichen Themen. Und alles gehört zusammen und alles läuft nebeneinander her. Erzähl mal. Bei mir geht es darum, ich mache seit ein paar Monaten Telefonsex. Mhm. Und ich finde das so widerlich. Und machst du das hauptjobmäßig? Nein, ich mache das als Nebenjob. Ich bin arbeitslos gewesen, etwas über ein Jahr, weil die Firma pleite gemacht hat, wo ich schon lange Jahre gewesen bin. Was bist du vom Beruf eigentlich? Kaufmännische Angestellte. Ja. Mhm. Und da ich ja schon das hohe Alter von 39 habe. Ist man so ein altes Eisen, ne? In der Berufswelt zumindest. In der Berufswelt auf jeden Fall. Und das hat halt dann über ein Jahr gedauert, bis ich was Neues gefunden hatte. Mhm. Und das ist halt jetzt ein Job, an dem ich nicht viel verdiene. Ja.
Und da hast du gedacht, besorge ich mir einen anderen Job, einen Nebenjob? Ja, ich habe die ganze Zeit halt gesucht und gesucht und gesucht. Und ich habe halt sehr schlechte Arbeitszeiten. Das sind Einzelhandelsarbeitszeiten bis abends 7:30, 8:00. Ja. Und es ist natürlich dann schwierig, was soll man da noch anschließend machen? Mhm. Und dann habe ich irgendwann so eine Anzeige gelesen in der Zeitung, dass jemand für eine Flirtline gesucht wird. Ich hatte sowas noch nie vorher gemacht. Mhm. Und habe dann da angerufen und die hat mir dann gesagt, dass es um reinen Telefonsex geht, also nicht irgendwelche Datelines oder ja, also wo man auch ganz normal mit Leuten redet. Also es soll knallhart zur Sache gehen. Ja, genau. Und sie fragte mich dann, ob ich das machen wollte. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, ich versuch's mal. Mhm. Und ja, jetzt mache ich das seit 4 Monaten. Ja. Und ich habe so das Gefühl, dass durch diese Arbeit mein Männerbild so zerstört wird, weil ich finde, dass so... Weil so widerliche Typen da anrufen und so widerliche Fantasien haben? Ja, und vor allen Dingen, es ist ja auch so, ich sag mal, wenn du im normalen Leben Sex hast, dann ist ja auch Gefühl, da ist Vorspiel, da ist... Und das Telefon klingelt und du gehst ran und dann stöhnt dir jemand ins Ohr. Mhm. Und der will ja auch was erzählt haben. Und wenn ich nicht gut erzähle oder nicht... geil genug erzähle oder wie immer du es nennen willst, dann ruft mich ja auch keiner mehr an. Und dann verdiene ich ja auch nichts. Ist klar. Wie viele Stunden am Tag machst du es? Ich kann das ja nur, weil abends um 8 ruft ja keiner an, eine Sex-Hotline. Das ist ja meistens erst nachts, wo das anfängt. Achso. Ich schätze mal, dass das auch abhängig ist von der Nummer, wie viele Leute überhaupt diese eine Nummer anrufen. Es gibt ja sehr viele davon. Mhm. Und meistens fängt das eigentlich erst an, so ab nachts 12:30. Ach so, und wie lange geht das dann? Und dann, ja, ich mach's bis maximal 2:30, weil ich muss ja am nächsten Tag wieder arbeiten. Verstehe. Ich kann ja nicht die ganze Nacht da... Das heißt, im Moment machst du quasi eine Pause, während du hier mit mir redest. Ich habe mich abgemeldet und habe versucht, bei dir durchzukommen. Ja, ja. Bist du solo im Moment? Ja, bin ich. Das Männerbild wird zerstört. Sag mir das noch ein bisschen konkreter. Was denkst du jetzt, schon nach diesen 4 Monaten, über Männer? Also ich finde... ich hatte da sowieso schon immer ein Problem, weil bei mir war das halt zu Hause so, dass mein Vater etwas übergriffig war. Mhm. Was heißt das? Im Sinne von, dass er mich halt am Busen angefasst hat. Und Weil er hat zu mir gesagt, mach mal dein T-Shirt hoch, lass mich mal deinen Busen sehen und, und so Sachen. Ist es bis zum sexuellen Missbrauch gekommen? Nein. Das nicht? Nein, aber das hat mich... Wie alt warst du da, als er das zu dir gesagt hat? Ja, halt so, dass ich halt schon entwickelt war. Ich sag also mal 14 bis 16 oder 13 bis 16, ich weiß das gar nicht mehr. Das ist ja schrecklich, wenn der eigene Vater sowas sagt. Ja. Hat die Mutter das mitbekommen? Ja. Hat die nichts gesagt? Nein. Die hat in der Küche gesessen, Zeitung gelesen, hat so getan, als würde sie nichts merken. Also bei mir ist das halt so hängen geblieben. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es Frauen geht, die von ihrem Vater vergewaltigt werden. Weil so schlimm war es ja nicht. Aber das hat mich trotzdem so geprägt, dass wenn ich zum Beispiel einen Freund habe, der den ich anmache. Und der kommt zu mir und sagt, boah, du machst mich total geil. Wenn ich nur diese körperliche Sache spüre, dann stößt mich das ab. Also wenn ich da kein Gefühl bei spüre oder keine Wärme bei spüre, sondern nur dieses Sexuelle, dann stößt mich das halt sehr ab. So, und jetzt bist du natürlich durch diesen Job ja, extrem. Ja, das habe ich ja nur. Ja, nur, das genau. Klingelt, genau. Ich gehe ran und... Und hast nur geile Böcke dran. Und nur so, ja. Die auch wahrscheinlich schnell zur Sache kommen wollen, weil es teuer ist. Richtig. Und du musst die schnell heiß machen und du hörst dann irgendein Gestöhne und wenn es dann passiert ist, knallen sie Hörer auf. Ja, klar, sobald halt ihren Orgasmus hatten, wird sofort aufgelegt. Dann sagt ja keiner Tschüss. Ja. Ich komme nochmal drauf mit dem Männerbild. Heißt das, dass du Männer noch mehr verachtest als vorher? Ja. Ja. Ich habe jetzt halt auch momentan keine Beziehung und ich denke mir dann, sind die eigentlich alle so, dass es denen nur darum geht? Alle sind sicher nicht so, aber ein Großteil ist so. Ja. Hast du denn mal eine längere Beziehung gehabt? Ja, ich hatte eine Beziehung, die ging 13 Jahre. Oh ja. Und lief das denn gut? Nee, überhaupt nicht. Auch nicht. Das lief deswegen nicht gut, weil ich nicht gemerkt hatte, dass ich, dass das keine, ich sag mal, gesunde Liebe gewesen ist, sondern dass ich einfach nur wollte, aufgrund der Geschichten, die halt bei mir zu Hause früher passiert sind,
dass ich halt nur wollte, dass mich jemand mag. Ach so. Und deswegen bin ich ihm auch so lange hinterhergelaufen, oder obwohl die Beziehung eigentlich schon längst kaputt war, habe ich das nicht aufgeben wollen, weil ich einfach nicht konnte, dass mich, wenn ich schon von meiner Meinung her von meinen Eltern nicht geliebt werde und mir dann jemanden ausgesucht habe, dass der dann irgendwann auch zu mir sagt, dass er mich nicht mag, das konnte ich halt nicht ertragen. Weißt du, aufgrund der Vorgeschichte, die du jetzt nur so angedeutet hast, ist das natürlich eigentlich der schlimmste Job, den du dir antun kannst, was du da machst. Ja. Und ich vermute auch mal, dass du aufgrund deiner Vorgeschichte noch nie irgendwie mal eine Therapie gemacht hast oder sowas. Doch, habe ich. Hast du gemacht? Habe ich. Ah ja. Ich habe eine gemacht. Ich hatte auch extreme Platzangstprobleme, konnte also kaum noch aus der Tür, auch wenn da nur 3 Leute waren und keine 10.000. Und mir geht's jetzt auch eigentlich ganz gut. Also Lass mich nochmal fragen zu dem Job. Ist es so, dass du, wenn du dann abends da an das Telefon schaltest und es klingelt, eigentlich mit Widerwillen schon dran denkst? Was ja, absolut. Also ich habe auch nach den ersten 4 Wochen habe ich einen ganzen Monat aufgehört, weil ich das einfach nicht mehr konnte. Also ich habe abends da gesessen, ich habe gesagt, du müsstest dich eigentlich anmelden, weil du brauchst ja auch das Geld, aber ich konnte einfach nicht. Also Tanja, das sagt mir aber nur wirklich ganz eindeutig, dass du das nicht machen solltest. Aber ganz eindeutig. Aber ich brauche das Geld. Ja, dann such dir irgendwas anders. Ja, was denn? Ja, weiß ich nicht. Aber das tut dir so wenig gut. Ich suche die Zeitungen rauf und runter und... Aber also ich will das jetzt nicht runter spielen, ich weiß, wie schwer es ist, Jobs zu finden. Und vor allen Dingen in deiner Situation, wenn du sagst, ich bin zeitlich irgendwie so eingeschränkt durch meinen... Aber alles ist egal, wenn dein seelisches Wohlbefinden steht an allererster Stelle. Da kommt kein Geld der Welt dran. Ja, aber ich kann ja schlecht meinen Vermieter sagen, die Miete kann ich dir nicht bezahlen, aber mein seelisches Wohlergehen ist auch wichtig. Nee, das kannst du natürlich nicht sagen, ist mir klar. Meinerseits geht es in die Richtung, dass irgendeine Lösung gefunden werden muss, dass du ein bisschen Kohle nebenher verdienst, aber nicht damit, was dir so widerlich ist. Du machst dir nicht nur dein Männerbild, was heißt Männerbild, kaputt, aber vielleicht hat das auch seine schlechten Auswirkungen auf deine Sexualität. Dass du noch skeptischer wirst Männern gegenüber, dass du vielleicht auch eine Störung in diesem Bereich irgendwie erleiden musst. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall irgendwelche üblen Energien gehen da auf jeden Fall auf dich aus. Ja. Und das ist so ein Job, es ist es nicht wert. Ich hab hier so oft schon mit Telefonsexerinnen oder auch mit Huren gesprochen. Und ich habe immer so für mich auch so einen Standpunkt, wenn die Frauen damit gut klarkommen, sollen sie es machen. Das ist ein Job. Sage ich gar nichts gegen, ist doch okay. Mhm. Aber wenn sie innerlich damit nicht klarkommen, sagen übrigens auch die damit klarkommen, die sagen auch, wenn die Mädels das nicht aushalten, raus da, raus. Ja. Du schadest dir so viel. Ich kann dir natürlich jetzt keinen tollen Job, keinen klugen Rat geben, wie du an einen anderen Job kommst. Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass das nicht das Richtige für dich ist. Ja, auf keinen Fall. Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ja. Aber ich kann mir auch gar nicht vorstellen, jetzt wo du die Huren ansprichst, die Prostituierten, wie man das auf körperlicher Ebene überhaupt ertragen kann. Das wird mir jetzt in diesen Situationen noch immer rätselhafter, weißt du, dass ich das gar nicht mehr verstehe. Du bist ja ganz weit weg im Prinzip, ne? Vom Telefon. Genau. Und dennoch macht es dir so viel aus, ne? Ja. Und dennoch. Ja. Liebe Tanja, wie gesagt, ich weiß keine Lösung für das Geldproblem, aber ich weiß die Lösung, wie du da Erleichterung bekommst, nämlich indem du das nicht mehr machst. Ja. Mehr kann ich dir leider nicht im Moment sagen. Und ich mache es nur, solange es irgendwie wirklich es nötig ist, und setz alles in Bewegung, was Neues zu finden. Ja. Ich wünsche dir ganz viel Glück dabei, aber wirklich von Herzen. Okay. Alles Gute. Danke dir auch. Tschüss. Tschüss. Danke. Hier ist Simone. Simone ist 40. Hallo Simone. Ja, hallo Domian. Guten Morgen. So, guten Morgen, genau. Ich fange jetzt an wie alle anderen. Erstmal Respekt vor deiner Sendung. Danke. Und dass du das seelisch alles auch so aushältst. Also das ist ja schon toll, was man da alles hört. Sage ich jetzt mal so, ne? Ja, heute fand ich den ersten Anruf am... Ja, das war schon heftig, ja. Okay, also bei mir geht es ein bisschen, lockerer vielleicht schon zu. Also ich habe das Problem, dass ich Dinge voraussehe, träume oder eben auch fühle, und es trifft dann ein, und das sind mitunter ganz Banalitäten, Kleinigkeiten. Sag mal ein Beispiel. Gut, ein Beispiel ist, das ist vielleicht nicht so eine Banalität, ich habe mal im Bus gesessen vorne und habe dann gespürt, setz dich bitte nach hinten, hier wird was passieren. Und dann bin ich von dem Bus nach hinten gegangen, in die hinterste Abteilung, und der Bus hat dann in dem Moment, wo ich hinten saß, einen Unfall gehabt. Also so ein sechster Sinn irgendwie, siebter Sinn. Ja, kann man so sagen. Sechster Sinn, siebter Sinn, sechster Sinn.
Und dann ist auch vorne die Scheibe zerschlagen und die Leute waren eben auch die anderen, die da saßen, dann dran. Also, also ist es nicht nur zum Beispiel. Du träumst es nicht, sondern du hast auch so eine Intuition für irgendwas. Mhm. Es ist nicht nur Traum. Also ich träume etwas, was eintrifft, oder ich habe es auch einfach, genau, intuitiv. Mhm. Du bist jetzt 40, habe ich gerade gesagt. Hast du das immer schon gehabt, solange du dich erinnern kannst? Nee, das fing an so mit 17. Also da fing es an, mir bewusst zu werden. Hast du ganz gravierende oder auch schlimme Sachen schon vorher gesehen, geträumt? Ja, was also zum Beispiel? Gravierend war zum Beispiel von meiner Oma, die völlig gesund war. Das war das erste so, was ganz gravierend war. Die habe ich eben geträumt, dass sie herzkrank ist. Mhm. Und sie war aber, wir haben gerade gestern auch telefoniert gehabt und sie war völlig gesund. Und dann rief ich sie an und sagte, Mutti, ist alles in Ordnung? Ich nannte sie Mutti. Und ist alles klar mit dir? Und dann sagt sie, nee, Schätzchen, ich muss ins Krankenhaus, mit meinem Herz stimmt was nicht. Mhm. Und da habe ich dann auch zu ihr gesagt, das habe ich genau geträumt heute Nacht. Mhm. Und das Problem ist es jetzt, warum ich auch anrufe, weil die Leute glauben dir das nicht. Ja, ist es dir wichtig, ist es dir wichtig, dass die Leute dir das glauben? Ja, irgendwo schon. Aber ich meine, du weißt es doch. Ich glaube, dass es Leute mit solchen Fähigkeiten gibt. Ja. Das sind wenige Menschen, aber die haben das. Es kann ein Segen sein, es kann aber auch ein Fluch sein. Eben. Weil man sich nicht dagegen wehren kann. Du kannst es ja nicht ausschalten. Das heißt, du hast doch schon mal einen Tod vorhergesehen. Ja, das habe ich auch gerade einem Kollegen erzählt. Das war eigentlich das Allerschlimmste, dass ich geträumt hatte. Das war wieder ein Traum, der sich dann wieder bewahrheitet hat, dass ich geträumt habe, genau, ich wohne an, oder wohnte jetzt nicht mehr, aber ich wohnte an so einer sehr befahrenen Ecke und habe geträumt, dass ein Radfahrer dort tödlich verunglückt. Mhm. Und gut, wie gesagt, ich dachte, vielleicht passiert's nicht, du kannst es eh nicht wissen, weil ich kann ja diese Menschen nie orten. Mhm. Das ist das Problem. Ach so. Ich kann die ja nicht warnen, weißt du? Ich kann denen nicht sagen, ich kenne die ja nicht zum Teil und sagen, oh, du pass mal an dem Tag auf. Da könnte dir was passieren. Und dann ist so etwas und da passiert. Und es ist passiert. Mhm. Es ist passiert. Und ich habe es auch gesehen. Das ist das. Ich bin ganz ungewöhnlich, zu ganz ungewöhnlicher Stunde aufgestanden an dem Tag. Ja. Bin rausgegangen, wo ich sonst nie rausgehe zu der Zeit und habe diesen Menschen überrollt gesehen. Aber nicht, dass es ein Radfahrer war. Mhm. Und das finde ich jetzt so besonders, weil ich habe dann nur die Polizei ganz schnell gerufen und gesagt, da ist ein Mensch überfahren worden von einem LKW. Und hinterher kam die Polizei dann auf mich zu, weil ich der einzige Zeuge war. Mhm. Und er sagte, das war ein Radfahrer. Und dann tickerte das natürlich sofort bei mir. Ich dachte, oh Scheiße, das hast du geträumt. Das war jetzt ein quasi ein anonymer Traum. Genau. Komplizierter wäre es ja, wenn du jetzt von einem Verwandten oder von einer Bekannten oder einem Freund das geträumt hättest. Dann wäre es noch schwieriger, glaube ich. So hast du es geträumt und wie viel Zeit ist vergangen zwischen Traum und dem Ereignis? Also das waren da 3 Wochen. 3 Wochen. Ja. Weil das ist schon gruselig, ja. Das ist gruselig. Da hätte ich an deiner Stelle auch Angst, oft ins Bett zu gehen. Ja, ne? Genau. Es ist eben auch das, ich bin jetzt nicht so erschüttert darüber jetzt generell, aber ich kann auch mit keinem darüber wirklich reden, weil die meisten Menschen nehmen dich nicht für wirklich. Aber gibt es denn nicht wirklich irgendwie eine vertraute Person, die das, ich meine, es ist ja kein Hokus Pokus. Gibt es keine vertraute Person, die das dir glaubt und mit der du richtig darüber sprechen kannst? Doch, schon, ja, so irgendwo schon und sagen sie, ja, wir kennen dich ja und wir glauben dir das, aber es würde mich, ich bin nun auch nicht so, wie gesagt, so mit Internet verbunden und so und es würde mich eigentlich mal interessieren, davon muss es doch mehr Menschen geben. Ja. Aber was mich eigentlich viel trauriger macht an der Geschichte ist, dass ich das zwar träume, verstehst du, und das sehe und dann passiert es wirklich. Und das Schlimme ist ja dann noch gewesen, das war überhaupt so gravierend, dann bin ich die Tage darauf, wo nachdem das passiert ist, sah ich da eben die Frauen in der Ecke mit schwarz bekleidet stehen und hab gedacht, oh Scheiße, das sind bestimmt die Verwandten. Und das waren die auch. Und dann habe ich die angesprochen und dann habe ich gesagt, ich habe das gesehen. Sind Sie jetzt Mutter und Vater? Ich merke gerade, deine Sendung geht zu Ende.
Und das war so schlimm, also weil die dann auch gesagt haben, können Sie mir das erzählen? Und ich konnte Ihnen das ja erzählen, weil ich habe es ja gesehen. Aber du hast denen nicht erzählt, dass du das vorher geträumt hast? Nein, das habe ich nicht. Nein, das habe ich nicht gesagt. Jetzt ist in der Tat die Sendung zu Ende, aber ich habe gerade so einen Wunsch von dir gehört. Nämlich, du hast gesagt, ich wäre interessiert, vielleicht mit Menschen in Kontakt zu treten, die so ähnlich auch drauf sind. Würde ich in diesem, normalerweise mache ich nicht gern solche Querverbindungen, aber ich würde es dir wirklich anbieten, weil das sind nicht viele Leute, die sowas haben und die es auch seriös wirklich, denen es auch wirklich seriös erleben. Wenn sich bei uns jemand meldet, am besten über Mail unter domian@wdr.de, würden wir es an dich weitergeben und dann kannst du entscheiden, mit wem du Kontakt aufnehmen willst. Ja, das wäre toll. Das würde ich mich sehr freuen. Ja, darüber. Also es geht um Menschen, die also diese etwas übernatürlichen, auch, paranormalen Fähigkeiten haben. Genau. Und dir geht es um einen Austausch, um ein Gespräch. Genau. Mhm. So machen wir es, Simone. Jetzt müssen wir Schluss machen. Ich wünsche alles Gute. Alles klar, dir auch, Domian. Dankeschön, tschüss. Tschüss, ciao. In der Technik heute Nacht, Malte E-Mails, und morgen heißt unser Thema eiskalt. 1 Uhr Radio, 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Gute Nacht. Bis dahin, tschüss. Mhm.